Hallöchen Leute, herzlich willkommen heute bei letzte und hunderten Folgen von Borderlands. Ja, habe ich so Glück, habe ich irgendwie geschafft. Diese letzte Folge von Borderlands wird der Feedback und auch die hundertste Folge von Borderlands. Ich weiß nicht, wie habe ich das gesagt, aber habe ich geschafft. Irgendwie Zufall. Und ja, was wollen wir sagen zu Borderlands? Ich habe den Borderlands sehr lange gemacht. Ich habe den Borderlands vor letztes Jahr angefangen, aber es irgendwie Pause ist rumgegangen, glaube ich ein Jahr oder halbes Jahr so rum. Und ja, dann habe ich nicht gemacht, dann habe ich mir du musst das durchhalten, und das habe ich gemacht, habe den Let's Play zu Ende gemacht. Und ja, was kann ich noch sagen? Der hat Borderlands bleibt wie Borderlands 2. Der ist geil, werde geil. Ich habe schon, das war mein vierter oder fünfter Mal, wo ich habe durchgespielt habe ich, und hat immer wie am Anfang oder so wie jetzt hat immer Bock, mach mir das zu spielen. Nur wenn habe ich keinen Bock zu spielen, dann spiele ich nicht, aber ja. So oft spielen, ja, ist nicht nötig, aber wenn man wirklich Bock hat, dann sollte man gönnen. Das war übertrieben geile Let's Play finden. Okay, geile nicht so, aber ich habe Pause gemacht, sonst war wirklich gut der Let's Play, finde ich. Was Borderlands Szene aus? Das ist gut. Boah, ich kann mein eigenes Wort nicht beschreiben, wie der ist. Fehler sind Bugs, so wie jedes Spiel gibt's Bugs. Manchmal haben wir gehängt zwischen die Gebäude und so weiter, aber die Monster manchmal war übertrieben stark. Ich kannte nicht diese von Erde, welche die kommen raus. Stalker nicht. Ich habe vergessen. Diese Feuerwehr haben wir letzte 2-3 Folgen so oft gestorben unter die Sanctuary. Oh, die war so übertrieben stark. Ich habe gedacht, ich bringe Verzweiflung. Aber haben wir bekommen, in zwei Folgen habe ich den fertig gemacht. Ist gut. Ja, außerdem, das war geil. Die Abenteuer hatten mir in der echt gehalten, die Story stoppt, die Action auch. Ja, was kann ich erzählen? Nichts mehr Leute, ich werde sagen, wenn ihr Bock habt auf Borderlands, dann zockt ihr, aber so auf YouTube gibt es mehreren tausenden Folgen von Borderlands auf Konsole, auf PC und das ähnliche. Noch was? Nein. Wenn ihr könnt ihr Erweiterung kaufen, da sind auch gute Folgen und so weiter. Aber relativ sehr schnell zu spielen. Aber das kann man ab Level 30 erstmal machen. Also sozusagen muss man erstmal durchspielen, dann kann man die Erweiterung spielen. Gibt es keinen Sinn manchmal bei manchen Erweiterung. Ich habe nicht alle, aber ich habe zwei habe ich durch, aber so noch zwei habe ich angefangen, habe ich zu Ende gemacht. So Leute, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr machen. Das war mein kurzes Feedback und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi.